vor 2 Wochen noch Nummer 2, heute Nummer 1. Max Wernitz Schweimer von den Wasserfreunden Spandau 04 rettete im Kasten der Gastgeber vor so manchen Gegentreffern. Die Spandauer sichern sich somit den Einzug in die Endspiele um die 100. deutsche Meisterschaft. Mit 14:6 im Hinspiel und 11:6 im Rückspiel gewinnen sie gegen den Lokalrivalen OSC Potsdam. Wenn ich Spielminuten habe, dann gebe ich auch alles. Und heute war es am Ende positiv. Doch in den ersten Vierteln sah es nicht gerade rosig für die Wasserfreunde aus. Den Orcas mit den blau-weißen Kappen gelang es, die Spandauer extrem auszuspielen und gleich zweimal in Führung zu gehen. Zwischenzeitlich stand es 4:3 für die Gäste. Die Spandauer wirkten regelrecht erschöpft und unkonzentriert. Ab und zu sogar kraftlos. Das war unerwartet eng, aber ich denke, das ist normal. Ich meine, wir haben gestern mit, ich glaube, 7-8 Toren Unterschied gewonnen und da war man heute einfach nicht so psychisch dabei. Man hat einfach ein bisschen nachgelassen. Aber das ließen die Gastgeber nicht auf sich sitzen. Sie wollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Sie wurden ihrer Rolle gerecht. Besonders der Spandauer Torhüter Max Wernitz Schweimer stach dabei hervor. Mit seinen Paraden und seiner Frische blieb den Spandauern so mancher Treffer erspart, der den Einzug ins Finale vielleicht doch noch auf die Kippe gestellt hätte. In der Schlussphase zeigten sich die Wasserfreunde nochmals von einer ganz anderen Seite. Präsent, mutig und konzentriert. Auf einen Treffer folgte der nächste Treffer. Großen Anteil daran hatte auch Dimitri Kolott, der mit 4 Treffern erfolgreichster Werfer war. Aber am Ende haben wir den Kopf eingeschaltet. Was sehr wichtig war, ist, dass wir sehr ruhig geblieben sind, nicht nervös geworden und einfach bis zum Ende dann alles durchgezogen haben und am Ende den Sieg geholt haben. Kommenden Mittwoch beginnt die Finalserie, bei der sich Spandau und Waspo zum 5. Mal duellieren. In diesem Modus sind 3 Siege zum Titelgewinn notwendig. Maximal werden 5 Spiele zwischen den Mannschaften ausgetragen. Unser ganz großes Ziel ist es, die Meisterschaft zu gewinnen. Um den Traum der Berliner wahr werden zu lassen, benötigen sie erneut einen solch starken Torhüter wie Max Wernitz Schweimer, der vor 2 Wochen noch Nummer 2 war und jetzt schon Nummer 1 ist.